Kannst du bitte einfach die Schnauze halten? So, wir haben es gleich. What the hell, who cares? Hi, mein Name ist Nico. Das ich ist Kostas. Achso. Ja. Es ist unangenehm. Ist okay. Und ich freue mich voll, heute mal wieder mit Nico zu drehen. Wir machen eine super tolle Challenge. Wir haben euch gefragt auf Instagram, ob ihr uns Sätze schicken könnt, die wir bewerten sollen. Juicy, nicht juicy. Kreativ, juicy. Gemein. Lustig. Lustig. Ihr merkt schon, das Video wird super. Let's go. Wenn ich in Shawn Mendes Körper aufwachen würde. Erstmal fett meinen Körper begutachten. I mean, alles andere wäre doch gelogen. Und dann, weiß ich nicht, mal wieder ein Album aufnehmen. Es stand da keine Zeitbegrenzung mit dabei. Oh wow, good for me. Da wärst du jetzt einfach dann für immer Shawn Mendes. Ist ja ein bisschen langweilig, glaube ich. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du das sagst. Ich finde, wenn du das sagst, dann heißt es ja, dass du lieber du bist als Shawn Mendes. Ich will ja nicht dein Leben ruinieren. Ich würde schon wilde Sachen machen, so. Du hast dann ja auch Zugriff auf dein Handy. Kannst du erstmal ein Stück von seinem Konto auf PayPal überweisen zu dir? Ja. Würde mir nicht auffallen. Ich meine, so 100k, was ist denn für ihn? Also, Steuern, I guess. Gestern Abend im Club. Ja. Ohne könnte ich nicht leben. Ey, wie? Ja, soll es jetzt eher so. Aber Person ist ja dann doof, oder? Wenn ich jetzt sag so, ja, Freunde, das ist ja langweilig. Also, vielleicht eine Sache. Muss schon so ein Habit oder so, was du immer brauchst oder so, keine Ahnung. Was könnte ich nicht leben? Obviously, Badewanne ist eine Sache, ohne die ich nicht leben kann. Energy. Langweilig. Ich würde auch sagen, ohne meine rechte Hand. Ich glaube, ohne Frühstück. Und dann ohne Brot. Er ist schon so ein Brotliebhaber, wirklich. Auch als wir in Ostsee waren. Ich habe mir einfach so eine Stulle gespielt mit so einem Stück Butter oder so drauf. Und er ist so richtig liebevoll, so mit Zwiebelringen und Kräutern drauf und so ein Scheiß. True. Ja. War cute, aber ich hatte diesen Erfolg einfach nicht. Ich wäre so. Aber das ist so wie bei dir mit Kaffee. Ja. Jedes Mal so, mein Gott, ich würde mich einfach erschießen, wenn ich jedes Mal so lange warten müsste. Nico ist ja vor allem auch eher, würde ich sagen, so die ungeduldige Person. Aber ja. Nein, effiziente. Ich finde, wenn ich weiß, gute Dinge brauchen Zeit. Dann warte ich gerne. Aber wenn ich weiß, ich könnte ja schneller oder ich weiß, es geht eigentlich schneller, dann raste ich aus. Ich finde, beim Kaffee ist einfach so, also vielleicht auch, ich habe halt gar keine Verbindung dazu und ich weiß, einige Leute, für die ist das ja so der pure Luxus. Aber auch mir das anzugucken, wenn die das dann so langsam umrühren und dann ihre hässliche Sahne da reinpacken und ich denke mir so, mein Gott, Alter. Ja, oder Milch, noch schlimmer, aber es ist immer so aufgeschäumt und dann ist ja, es so ein bisschen, Milch. Ja, und ich denke mir so, mein Gott, mach da einfach. Du trinkst doch eh zusammen. Du bringst auch Brötchen, die du bedeckst mit einem anderen Brötchen drauf. Siehst du ja eh nicht. Ich kann es einfach drauf klatschen. Garniert nennt man das auch. Hässlicher. Wenn ich noch einmal gefragt werde, ob ich top oder bottom bin, dann. Fragt dich das überhaupt jemand? Ja, aber gerade da passiert nichts, weil I couldn't care less. Das wäre das erste Mal. Das ist auch gelogen. Wäre langweilig, wenn man eins von beiden ist. Ist ja Geschmackssache, aber für mich wäre es zu langweilig, wenn ich nur in meinem Leben lang top oder nur bottom wäre. Ja, weil ich kenne welche auf Twitter. Die sind very distinct, nur eine Sache. Ja, aber das ist auch deren Brand so, weißt du? Ja, man weiß auch nicht, wie es dann wirklich ist. Das stimmt, das stimmt. Als ich herausgefunden habe, dass ich schwul bin, habe ich. Oh Gott. Aber wann findet man das raus, die Frage? Aber weil es ist so, ist es dann, als ich mein inneres Outing hatte? Weil dann war ich so, bitch, nobody can touch, also, nee, warte. Nothing, everybody can touch me. Nothing will ever insecure me again. Das war wirklich so. Oh wow. Weil ich vorher, ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich in meinem Zimmer stand und dachte, oh, es ist so geil, dass diese ganzen Sachen, die mich damals gestresst haben, mir jetzt scheißegal sind. Ja, voll gut. Aber es ist eigentlich schon, wenn man so drüber nachdenkt, wie viele schwule Sachen ich schon vor diesem Moment gemacht habe. Kannst du bitte einfach die Schnauze halten? Wenn ich Prince Charming wäre, würde ich eine gute Show abliefern zur Abwechslung. Das Schlimmste am schwulen Knickknack ist. Bin ehrlich, ich würde sagen, es ist wirklich die Vorbereitung. Die Prep, ja. Oh, es ist so nervig. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Film war oder irgendwas. Aber da hat Mick mir so erzählt, hat er letztens geschaut. Und dann war es so ein Hetero-Couple und die haben sich einfach kurz. Sofort. Ja, die sind einfach auf den Parkplatz gefahren, sie hat sich auf ihn draufgeworfen und. That's gonna happen. Ja, kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie die Leute sind so. Ich meine, manchen ist vielleicht auch einfach egaler, aber ich bin so, mich stresst das schon. Muss schon also ich, sein. Ja, und ich bin auch so, ich kann, I can't let go, ja. Wenn ich nicht weiß, ich bin da vorbereitet. Du musst schon let go lassen. Ja, genau, das kann ich nicht dann. Also. Verstehe. Am meisten stört mich im Moment das. Das Wetter so krass schwankt. Ich bin gerade will gerade irgendwie jeden Tag wohin fliegen und es ist so, what is this shit? Und ich hätte einfach gerne so den Tisch eigentlich jetzt gerne draußen mit so einem Kaffee, mit so meinem Laptop so. Wenn du drei Wünsche frei hättest, dann ist ja gar keine. Die Aufgabe war wohl zu kompliziert. Ja. An Nico mag ich. Nico ist wirklich ein Freund, Punkt. Der immer für dich da ist. Oh. Das ist wirklich so. Da kann man wirklich nichts dran rütteln. Es ist so, es ist wirklich so, wie es ist. Also, wenn ich ein Problem habe, weiß ich, ich könnte dich fragen. Und wenn du jetzt nicht gerade in Nürnberg bist oder so, oder bei Adele, dann bist du auch da.
Das stimmt. So. Und ich glaube sogar bei Adele. Ich bin sogar aus Nürnberg gefahren. Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, wenn es wirklich ernst wäre, wärst du so, okay, ich muss jetzt kurz hier meine Zelte abreißen und komm zurück. Ja. Und auch so, du bist zwar Queen of being super annoying and teasing, aber wenn's teasing? Ja, halt so nerven. Ach so, du schon auch. Nein. Manchmal bin ich schon genervt und dann macht's das erst schlimmer, aber wenn wirklich was ist, dann bist du schon immer da. Also da kann man wirklich nichts anderes sagen. Ich kenne auch meine Grenzen. Wenn ja, eben, sag ich ja. Ich sag ja. Ich bin grumpy, du bist so, schade Maus. Und wenn du dann merkst, dass es schlimmer wird, dann bist du so, du willst so reden. Hey, aber so wie heute auch. Ich komm rein so, oh, ich bin so genervt. Von mir? Ach, verstehe ich gar nicht. Oh, und es war gar nicht dein Weg. Und dann war ich noch genervter. Und dann habe ich mich hingesetzt und losgekotzt. Und dann warst du so, oh. Dann hat man das mal gecheckt. Ja, hab ich mal gecheckt. Ja, ich finde auch gut, dass das Kompliment kam, wieder so eine Beleidigung um meine Tasse. Immer das Gleiche mit dir. Das Schönste in meinem Leben ist Costa Essence. Auch für 10 Millionen würde ich niemals einen kompletten drehen. Würdest du? Ja. Jetzt nicht, aber... Für 10 Millionen, ja, jetzt oder nie. Ach, jetzt oder nie. Du kriegst jetzt 10 Millionen. Ja, würde ich machen. Aber musst dich dann auch komplett blank ziehen, wenn dein Ex Regie führt. Ja, ist okay, dann weißt du, was du verpasst. Und wie du es gerade hier willst. Deine Mutter? Was willst du eigentlich machen? Ja, ich will ja gucken, ab wann du sagst, nee, das mache ich jetzt okay, nicht mehr. Verstehe. Dir eine Wahrsagerin vorhersagt, dass deine Mutter das auch sehen wird, weil ihr das irgendwer zuschickt. Ich glaube, es wäre okay. Und deine Oma. Oh mein Gott! Wo ist der fucking Punkt? Das wäre bei mir auch so, also. Ich würde, glaube ich, nicht töten. Gut. Oder? Weil ich dir erzählt, dass ich damals mal eine Anfrage bekommen habe. Hi, na, wie geht's? Solltest du vielleicht doch mal Interesse an einem Pornodreh haben? Ein Freund von mir will Gay- und Bi-Pornos drehen und würde dir für einen Dreh 1000 Euro zahlen. Deine Antwort? Ach du, ewig nichts gehört und dann sowas. Ich glaube, ich passe, aber danke fürs Angebot. Doch, gefällt mir. Ach du. Am glücklichsten bin ich, wenn... War ich als wir letztes Jahr in der Ostsee waren und das war richtig schön. Da haben wir nämlich zusammen, also wir waren ja zu siebt, eine selbstgebaute Karaoke-Maschine dabei und dann waren wir alle, wir hatten so ein geiles Ferienhaus und waren alle, sagen die Lichter waren an. Bei mir ging es eigentlich noch, ehrlich gesagt. Sind da abgedanced, das war das auch stimmt. Geil. Ich glaube, das ist ein Moment des perfekten Glücks. Oh, und da war sie so, Kitschbolzen. Leute, schreibt doch mal so eine Sache in die Kommentare. Oh, an meinem Körper mag ich besonders. Ich glaube, meine Locken mittlerweile, die fand ich ja früher richtig dumm. Und mein Gesicht, glaube ich. Mhm. Ich finde, ich habe ein schönes Gesicht. Was ist denn? Eine Unsicherheit von mir, die ich jetzt nicht mehr habe, war... Sollen wir es auch auf den Körper beziehen? Weil es schließt sich da irgendwie ganz gut an. Früher fand ich ja meine Ohren wirklich ganz schrecklich. Aber ich weiß nicht, mittlerweile finde ich es irgendwie nicht mehr so doll. Ich finde die gar nicht so groß. Das ist lustig. Ich finde nicht, dass die so krass wirken, was ich meine. Also, aber vielleicht auch, weil ich viele Haare habe. Ja, aber auch, also ich habe die jetzt nie so als... Boah, der große Ohren. So, was ich meine, also... Meine Ex-Freundin und ihre Mutter, als sie mein Perso gesehen haben, da hat sie zu ihr gesagt, guck mal. Was? Ja, voll gemein. Die Mutter hat das gesagt, nicht die Freundin. Ach so. Oh, ich dachte gerade. That makes it worse. Mein. So, untere Bauchregion ist so eine Sache, das switcht das immer mal. Also manchmal bin ich unsicher, manchmal bin ich nicht so unsicher. Aber ich finde sowieso, ich glaube, ich mache dazu nochmal ein eigenes Video zu dem ganzen Thema so Training und wie das meine Wahrnehmung zu meinem Körper verändert. Noch eins. Hast du sowas auch? Nee. Ich war damals perfekt und bin es jetzt immer noch. Nee, ich war damals extrem dünn, was mich sehr gestört hat. Und dafür wurde ich auch sehr gemobbt immer. Dann habe ich krass zugenommen, auch durchs Training. Also ich habe auch richtig Masse gemacht. Da war ich dann auch gar nicht mehr zufrieden. Und jetzt bin ich langsam an so einem Punkt, wo ich mir denke, ja, doch, nicht mehr dünn und nicht mehr dick. It's tricky, man. Das ist ja jetzt der Downer gerade in diesem Video. Das ist ja furchtbar. Ich habe früher schon mehr versucht, wenn ich mal nicht gut drauf war, so im Zaum zu halten. Weil ich immer dachte, boah, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich irgendwas stört, dann war mir das mal voll unangenehm. Und da habe ich ganz oft mich am nächsten Tag entschuldigt und war so, ja, falls ich irgendwie so und so mal, tut mir das voll leid und muss so. Heute auch noch. Muss heute auch noch. Aber nicht mehr so doll. Also, dass ich mir manchmal denke, ja, dann ist es halt so, dann bin ich jetzt da einfach mal blöd. Ja, dann bin ich da jetzt einfach mal blöd, dann bin ich da mal zickig, aber es gehört irgendwie auch dazu. Also, obviously, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin zu jemandem doof, dann ist es ja auch gerechtfertigt, sich zu entschuldigen, aber ich bin ja nicht heterophob, aber ich will nicht, dass ihr nachher jemand sagt, alles von dem Aber ist nichtig. Habe ich gerade einfach nur blank im Kopf. Ist auch nicht manche schlimm. Klischees stimmen schon, stimmt aber. Aber Schwulen ja auch. Es nervt mich, weil was machen Heteros denn, was mich nervt? Mich nervt wirklich. Das ist vor allem auch bei sehr Dummen und ich glaube, es muss nicht mal sein, dass die auch hetero sind, aber so diese, was auch gerade so viel in der Politik passiert, wenn es immer heißt, so ja, wir müssen die Kids davor schützen, dass die nicht so Gay-Stuff sehen und denke ich mir so, das ergibt alles einfach gar keinen Sinn, weil ich denke mir so, woher kommen denn die ganzen Schwulen, die auch in ihrem Leben nur Hetero-Zeug gesehen haben und trotzdem werden die schwul, so weißt du? Oder sind schwul. Ja, man darf nicht in frühem Alter darüber reden, dass da eine Frühsexualisierung ist, aber Hetero-Pärchen sehen kleine Kinder auch überall und ich denke mir so, nichts gegen die Heteros, ich freue mich, dass sie überall gezeigt werden, aber das nervt mich schon hart. War doch süß. War doch süß. Ja, Leute, lasst ein Like da, guckt bei Costas vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.